So, dann läuft die Aufnahme von einer Reise, von der ich nicht weiß, wo sie hinführen wird. Ich schon. Ich habe den lieben Duke dabei, der uns mit ganz tollen Trackmania-Strecken früher mal beschäftigt hat und ansonsten ja sehr angetan ist von Tassis. Falls ihr Bock drauf habt, test Nerf World, das würde ihn sehr freuen. Ja, dich auch. Nee. Und wenn ihr nicht wisst, wie die Levels gehen, er weiß Bescheid. Ja. Und wir haben jetzt jedenfalls von dem Stevie Boy, was heißt wir, der Stevie Boy hat gesagt, er hat einen Pit-Hack gemacht, den ich mir doch mal angucken dürfte. Ich weiß nicht, da es Pit heißt. Ich kann mir bei Stevie nicht vorstellen, dass er wirklich einen Hack mit Pit-Schwierigkeit gebaut hat, sondern ich denke halt, es sieht aus wie ein Pit-Hack, aber es müsste spielbar sein. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Wenn das Video jetzt 10 Minuten lang ist und ich nach 10 Minuten einfach direkt aufgebe, dann tut es mir schon leid. Aber wir gucken mal, was daraus geworden ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein ganz neuer Hack, 2017 schon. Und ja, natürlich. Alles, was Stevie macht, ist ganz neu. So. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again, with you again. Enjoy my pit hack. Na dann, enjoyen wir mal. Du wirst nicht entscheiden, aber es wird lustig für mich. Habe ich jetzt überhaupt, welche Steuerung habe ich denn gerade drin? Ich habe Tastatur, okay, gut. Ich glaube, mit Controller komme ich da jetzt nicht weit. Nein, du wirst nicht mal den ersten Raum schaffen, aber ist egal. Ich hoffe mal, er hat kein Zeitlimit. Er hat ein Zeitlimit, das ist natürlich. Ja, also 100 Sekunden, 1000 Ist es Sekunden, ein das sollte realistisches reichen. Zeitlimit, ja? Du Ja, hast ja den Hack, du hast ja eine Taste schon gesehen von dem Hack. Also ich sollte genau. natürlich Slow-Mo anmachen, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier mit normaler Geschwindigkeit irgendwas reißen werde. Du wirst nicht mal mit Slow-Mo irgendwas schaffen, aber egal. Okay, ja, also machen wir mal Slow-Mo an und gucken mal, was passiert. Dann ist jetzt natürlich die schöne Megaman-Musik wieder weg, aber ja. Du bist Okay. jetzt schon weitergekommen, wie ich gedacht hatte. Also bitte, lass mich verarschen. Ja, also. Ja. Also wenn du bis zur Tür kommst, ist schon super. Ja, also ich denke, mit Slow-Mo kriege ich schon ein bisschen was hin. Aber ich, wie gesagt, alles, was ich bisher gesehen habe von dem Hack, sind so ein paar. Bist ja echt gut. Sind. Alles, was ich bisher gesehen habe, sind so ein paar Screenshots halt, die auf SMB Central waren, weil er den Download verlinkt hat. Und ja, mit Slow-Mo ist das aber halt auch noch machbar alles. Aber ich Naja. denke mal, so eine Task macht man ja auch mit Slow-Mo, also von daher. Ja. Hey. Und jetzt halt rein durch die Tür. Respekt. Ich hätte gedacht, das dauert jetzt 2 Stunden Minimum. Nein, also das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube nicht, dass es eine Pitch-Schwierigkeit ist, weil es ist nicht böse gemeint, aber es ist immer noch Stevie Boy und der baut nette Sachen eigentlich. Ich glaube, Ja. eine echte Pitch-Schwierigkeit ist. Er hat es halt Pit genannt, aber es ist kein wirkliches Pit. Du hast doch noch gar nichts gespielt bis jetzt, außer. Ja, sehr gut. Oh, ich glaube, ich bin in der Mancha. Ah, ich bin in Mancha gelandet. Ja, Okay, und der was muss Yoshi ich. sollte auch nicht oben landen. Die Sache ist auch, ja, ich muss mich erstmal orientieren. Der erste Raum, der war jetzt vom Sehen her klar, was ich tun soll. Hier bin ich noch nicht so. Ach, okay, doch, ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber im Prinzip ist es eindeutig. Ja, ich muss halt hier Yoshi füttern und dann muss ich hier. Oh Gott, dann muss ich da. Brauche ich Yoshi Hast da? du? Ich brauche Yoshi da hinten gar nicht mehr, okay. Nein. Ich bin mir jetzt. Nee. Achso. Nee, passt schon. Wie hoch Wieso werfe ich schmeißt du den? ihn hoch? Ist der dann komplett weg oder kommt er noch wieder runter? Mal gucken. Ja, der kommt wieder runter, passt doch alles. Achso. Das ist wie ich. Nicht zu hoch. Das ist so, wie ich wollte. Und zack. Perfekt. So. Du hast schon gesehen, dass da unten was ist. Ja, ich dachte ich, aber das haut nicht hin. Ich muss da schon mit Spinjump runter. Ich will Warte meine doch Spinjump. einfach, bis das Teil wieder rechts ist. Ach, warten ist langweilig. Sehe ich nicht.
Ja, mach doch ein Video und dann machst du es auch gleich als Tasse. Nee. Ah, was? Ah! Ah, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, schwarz ist nicht gut. Ich dachte, es ist normaler Boden. Nein. Ups. Ich sollte extra Safe Sets anlegen. Ja. Pro Raum oder so. Ich weiß nicht, wie viele Räume da kommen. Ah, schwarz tötet. Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht. Schwarz ist gut. Naja, guck mal, hier sind ja überall Manche. Ich dachte halt, dass wo Manche sind, tötet und... Okay, es tötet alles. Das heißt, ich muss ja wirklich richtig aufpassen. Ja. Okay. Aber gut, dass du kannst. Nein, egal. Was? Nein, passt schon. Du bist eh schon viel weiter gekommen, wie ich je gedacht hätte. Ach so. Wieso machst du das alles mit Spinjobs? Habe ich jetzt halt gedrückt. Dann kann ich ja eben doch nicht warten, bis das Viech weg ist. Dann muss ich ja auf dem Viech weiter. Muss den P-Switch dann... Oh Gott. Okay. Also erstmal brauche ich ein Safe-Set, wenn ich da unten auf dem Viech drauf bin. Dankeschön. Und jetzt kann ich probieren, das ordentlich zu legen. Das Taste so zum Beispiel. Nein, so lager doch gut. Lass ihn da liegen. Nicht in die Hand nehmen. Aber auch noch nicht. Du musst nochmal auf das Viech hüpfen. Oder? Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt den Switch nicht... Ja, perfekt. Das geht nochmal. Ja, das geht. So. Jetzt. Ja. Hey, also damit hätte ich jetzt übermorgen gerechnet. Also bitte. Wahnsinn. Spielst du doch besser, als ich gedacht habe. Hat er nämlich heute, deswegen habe ich ihn überhaupt in der Aufnahme drin, hat er nämlich geschrieben, was hast du geschrieben? Ich will's gar nicht. Als ich gesagt habe, dass ich den Hack spielen soll, hat er gemeint irgendwie was, was hast du geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es kurz raussuchen, das muss ich einmal kurz zitieren hier. Das war nämlich sehr frech und das hat mich dann noch mehr motiviert, das jetzt mal schnell gleich zu machen. Was habe ich denn geschrieben? Was oh Gott, ist das, wo war das denn? Ach, wieso schreiben wir mal so viel? Ja, weiß ich nicht. Da war das auch noch nicht. Hä? Doch recht, wenn du jetzt die Stelle 2 Stunden suchst, dann habe ich doch recht mit dem Hack. Natürlich. Jetzt spiel weiter. Ich finde das gleich geht's weiter. Sofort. Ach, da haben wir nur über den Speedy Gonzales-Dings geredet. Ja. Yeah. Auch ganz toll. Jetzt weiß jeder Bescheid, was du meinst. Ja. Geht gleich weiter. Ah, du erinnerst mich aber gerade an was. Ich muss noch... Was denn? Ah, da kommt's jetzt. Ja. Das kann ich mir nicht anschauen, das muss ich selbst noch versuchen, als du mir die Task geschickt hast. Und da hast du geschrieben, hörst du mein Gelache eben bis zu dir? Ah, du bist manchmal echt zum Schießen. Da will ich unbedingt zuschauen. Unbedingt egal, wann. Sag einfach. Lol, so gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Dann musst du aber noch ein bisschen üben, aber nur so ganz minimal. Also ich spiele den Hack nicht. Ich lache dich aber gerne aus, wenn du es probierst. So, ja, hier sind wir jetzt. So, das musste ich kurz vorlesen. Ja. Du spielst wirklich besser als ich. Muss ich erstmal hier den Weg? Achso, nee, muss ich nicht. Ich muss den... Was muss ich jetzt hier machen? Ist das richtig? Ich glaube, du hast das falsch rumgespielt. Aber ist wurscht. Die Frage ist halt, ob ich den P-Switch da gedrückt haben will. Wahrscheinlich schon. Oder will ich den mitnehmen? Das müsste man jetzt halt wissen. Kannst du den mitnehmen? Ja, klar, wenn ich hier so... Vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Will ich jetzt stark? Nee, da komme ich nicht rüber. Das heißt, ich könnte dann hier drücken.
Ah, doch, ich glaube, der P-Switch ist dafür da, dass man da mit der Münze dann da stehen bleiben kann. Aber theoretisch kann ich mir ja hier den Pilz holen. Willst du mit der Münze da stehen bleiben, wenn du den P-Switch danach erst drückst? Dann drücke ich ihn erst nachher. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich den regulär drücken soll. Versuch ihn doch mal mitzunehmen. Ja, das ist, glaube ich. Ich probiere es jetzt mal so und ich hoffe, dass ich den P-Switch nicht brauche. Das ist mit Sicherheit. Das ist mit Mit Sicherheit dem richtig, dass P-Switch ich den brauchst du nicht. mit sicher. Ja, ich fürchte auch. Ja, aber Es du geht. kannst ja vom P schon wieder wegspringen. Komme ich dann noch durch, bevor ich tot bin? Ja. Kann ich hier drauf stehen? Ah, hier drauf kann ich stehen. Das ist schon mal gut. Ja, das wollte ich nicht. Aber du musst halt auch den P-Switch drücken. Brauche ich den wirklich oder war der nur dafür gedacht, dass ich da hochkomme? Wir haben ja einen Safe-State. Ich probiere es einfach jetzt erstmal und guck mal, Ja, was hier. natürlich. Ich weiß jetzt schon, für was. Wo willst du denn sonst hier stehen? Das könnte ein Ja. Problemchen werden. Aber wir gucken mal. Ich muss jetzt praktisch hier. Ah ja, ich Du muss. musst da drauf stehen und dann holst Ja. du dir links den Stein und machst rechts was Ja, ich komme kaputt. bis hier nicht, ich komme da nicht bis hoch, ne? Ja. Und dann muss ich da drüben sowieso auch nochmal stehen. Okay, alles klar, zurück. Also wenn Biob den drückt, dann musst du den auch drücken. Sonst hättest du einen Break geschafft, und zwar einen verdammt guten. Wenn Biob den drückt, heißt das ja nichts, weil er ja getestet hat. Ja, deswegen sage ich ja. Und ich weiß ja nicht, Dann was er musst du ihn alles auf getrieben hat. Ball drücken. Dann muss ich ihn aber schon hier drücken, auf jeden Fall. Mitnehmen Warum? kann ich den nicht. Ja, wieso willst du den von da jetzt drücken? Ja, ich muss ja, ich weiß ja nicht, wie ich sonst hier wegkomme. Ja, ach so, ja. Ja. Muss den Peach jumpen. Genau. Ich bin echt beeindruckt. Das ist unglaublich. Ja, sowas in der Richtung habe ich schon öfter gespielt. Also, das ist halt, Das ist doch was. wie gesagt, noch kein Pit. Auch wenn das Pit genannt hat. Aber dass das alles so auf Anhieb fast funktioniert, das ist unglaublich. Das ist. Beeindruckt mich wirklich. Da könntest du ja ganz andere Hexen spielen. Ja, also wie gesagt, die von Bjob sind mir zu schwer teilweise. Nein, ich rede vom Facepalm. Na, das sieht mir auch zu schwer aus. Das hast du doch noch gar nicht gesehen. Doch, du hast mir genug davon gezeigt. Ja, Oh und ich Gott, ich fand's weiß lustig. natürlich jetzt nicht, wie gut der. Oh Gott. Ich sollte der Was schnellstens denn? hoch, ja, danke. Ach so, ich am P-Switch. Ich weiß ja nicht, wie lange ich den halten muss. Hallo? Na dann eben so. Einstein, du hast schon alles falsch gemacht. Was? Gar nicht. Ach, jetzt geht doch kaputt. Aber ich habe halt auch echt gerade krasses Slow-Mo drin, also das muss man natürlich dazu sagen. Deswegen läuft es bei mir wahrscheinlich dermaßen flüssig. Wahrscheinlich. Ja, du siehst es wahrscheinlich genauso schnell, wie ich spiele. Nein, ich sehe es auf halber Geschwindigkeit ungefähr. Ja, ungefähr so spiele ich es auch. Was? Würde ich jetzt vermuten. Ah, okay, ich brauche den P-Switch nicht mehr. Ich muss nur noch da unten rein. Gut. Du hättest ihn mitnehmen müssen, durch die Röhre, aber egal. Nein, ich habe ihn ja hier gebraucht. Ja. Mir kannst du Meinst keinen du? Scheiß erzählen. Tue ich doch nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich aber jetzt einen Weg finden, hier über den Mannschaft zu kommen. Also, du springst. Okay, perfekt. Und durch. Also, bei dem einfachsten stellt sich wieder an. Ja, das ist immer so. Das war auch Ey, bei weil. Kröler so, dass HF meinte, bei manchen Stellen, oh, da wirst du ewig brauchen, und das habe ich relativ schnell hinbekommen. Und dann, Also Ah, ich das glaube, hab ich, davon habe ich auch einen Screenshot gesehen. Jetzt geht's schon hier unter Wasser weiter. du hast schon den halben Hektar. Ich weiß nicht, wie lang ist das Level, keine Ahnung. Ja, ich aber. Aber die Taz von Bjob war an die 2 Minuten, ne? Ich habe ja nur die Videolänge gesehen. Ja, zweieinhalb so. Okay. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich muss runter mit hinterher. Ich brauche ihn für die Blöcke da. Ja, aber du musst nur einmal Oder ich anfangen. drücke ihn, wenn er hier oben ist. Dafür ist die Lücke hier nämlich. Ah, dafür ist die Lücke hier drüben. Dass ich Ist da. da Glück? Dass ich hier gerade reingedrückt werden kann.
Scheiße. Warum willen doch einfach nur erstmal? Ja, dann wäre ich in irgendeine Richtung weggeschoben. Dann wäre es ganz günstig, wenn wir die richtige Richtung erwischen. Und ich glaube... Der Mannschaft, ja. Ich warte noch mal eine Runde. Warum? Damit ich besser erwischen kann. So vielleicht. Das ist genau das Gleiche. Ja, ich muss ihn, glaube ich, genau hier oben. Oder doch hier unten. Aber, es könnte, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Also wenn du mehr oder weniger gerade nach oben wegkommst. Oder wir gehen erstmal... Oh, das sieht gut aus. Gehen wir mal erstmal runter. Also berühren musst du ihn auf jeden Fall. Ja, das sehe ich, weil da die Blöcke sind. Ich muss ihn natürlich antriggern. Aber eventuell kann ich auch erstmal an ihm vorbei. Nee, kann ich nicht. Nee. Das würde dir aber auch nichts bringen. Dann hättest du das Problem da unten. Unten ist das, glaube ich. Aber ich dachte halt, weil hier so eine Lücke, weil es hier so relativ weit nach drüben geht, dass ich ihn von hier aus erwischen kann irgendwie. Ja, kann ja sein. Dann probier's halt aus. Stell dich halt nicht so an. Also ich dachte eigentlich, da kommen wir. Das ist eine echt knifflige Stelle gerade. Also bevor das hier den falschen Eindruck erweckt, ich habe nicht gesagt, dass der Hack nicht schwierig sein wird. Ich habe nur gesagt, es wird keine Pitch-Schwierigkeit sein. Und ich bin verblüfft, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Ich dachte, du hörst beim ersten Raum schon. Nein. Ja, dachte ich. Also das, was ich halt von den Screenshots gesehen habe auf SMB Central, das sah halt auch alles machbar aus, wobei jetzt auch der Raum dabei war. Und der sah erst machbar aus, da habe ich aber nicht geahnt, dass das hier so ein... Aber Facepalm ist auch machbar. Den willst du auch per Tunnel spielen. Na, Facepalm sieht nicht so schön aus. Doch, Facepalm ist wunderschön. Ja, genau das wollte ich. Genau das. Nice. So, jetzt schnell runter. Bevor er springt? Ja, springt richtig. Der überhaupt? Nee, der läuft ja nur. Der müsste ja springen dann. Jetzt weiß ich nur nicht, läuft er automatisch durch die Blöcke dadurch? Das wäre natürlich optimal. Ja, scheiße. Natürlich tut er das nicht. Das heißt, ich muss ihn... Also muss ich bis da in die Lücke. Da ist ja eine Lücke genau vor den blauen, gelben Blöcken. Mal ein extra Safe State jetzt. Weil ich glaube, bis jetzt hast du alles richtig gemacht. An der Stelle lieber noch nicht. Warum? Einen normalen Safe State vielleicht. Noch kann ich alles durch Rewinds auch retten. Ist alles noch okay. Was ist, wenn ich ihn so ein bisschen... Ja, perfekt. So, jetzt komm her. Sehr gut. Schon gepunkt. Jetzt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich tot, hier oben in die Lücke rein. Ja. Ich muss in die Lücke hier reinkommen. Und er muss einfach da durchrennen und dann tschüss. Nice. Mhm. Jetzt kann man extra Saves entsetzen. Mhm. Der Fisch kommt auch gerade wieder nach oben, gell? Ja, der interessiert mich nicht. Oh, das sieht jetzt auch nicht so nett aus. Okay, das geht aber. Das würde ich jetzt wieder extrem schwer finden. Ja, nicht mit Slow-Mo. Ja, weiß ich nicht. Ich mag solche Sachen nicht, wenn du dazwischen zwei Mannschaften durchspielst. So. Das sagt aber derjenige, der sogar eine extra Slow-Mo-Taste hat, mit der er immer abschnittsweise Slow-Mos anmacht. Ich spiele ja auch mit Controller, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ja gut, das ist, wie gesagt, ich spiele jetzt Gott sei Dank auch wieder hier mit der Tastatur. Das hätte ich mir jetzt mit Controller auch nicht wirklich zugetraut hier. Gib doch die Shell einfach hin. Ach stimmt, dann tut der sicher nichts. Ja, aber so ist nicht so gut. Das, oh, ich könnte sogar wieder stoppen. Ja. Wieder rein tust schon. Ach so, das ist aber eine grüne Stelle, die musst du zweimal berühren. Ich glaube aber, wenn ich sie jetzt versuche zu stoppen, dann killt mich das hier, ne? Ah ne, passt sogar. Muss man grüne Stellen nur einmal erwischen? Kommt auf die Shell drauf an. Ja. Eine grüne, dachte ich. Nein, es gibt verschiedene Shells, die du ersetzen kannst. Das hat mir HF erklärt. Ja,
Aber ich meine, im Originalspiel ist es. Hä, jetzt verstehe ich aber nicht. Moment, was? Da hinten ist ein Block, ein gelber. Warum? Wofür ist der da? Ja, guck doch mal rein. Du musst da irgendwie durch die Tür kommen, oder? Was machst denn du jetzt? Ja, ich dachte, ich kann. Ach, ich kann das nicht auf der Shell machen. Über so einen Shell-Shop wollte ich das jetzt probieren. Ja, jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass es mich runterzieht. Ah, nee, es passt. Ach so, ich verstehe. Okay. Wieso schießt du die jetzt weg? Ach so, ist einfacher zu schwimmen, ja. Jetzt will ich die erstmal wieder weg haben. Die stört. Da! Und jetzt Feature. Also. Ach, du störst immer noch. Geh weg. Aua! Ja, genau deswegen. Kann ich die mal... Ja, perfekt. Ciao. Ups. Ah, das haut hin, wie ich das will. Ja, wenn es so weitergeht, dann schaffst du nicht. Ja, jetzt dann sogar. Oh. So, jetzt haben wir uns den P-Switch wieder. Ja. Muss nur ein bisschen aufpassen. Genau wegen sowas. Und jetzt darf es, ja, jetzt darfst du mich nicht zu weit runterziehen. Das ist auch immer gefährlich, wenn man unter Wasser Items einsammelt. Muss gleich ein bisschen hochschmeißen, wenn du willst. Nee, ich muss es nur vorsichtig einsammeln. Oben ist man auch tot, gell? Ja. So, so passt die Geschichte. Hey, auf Anhieb. Mit Slow-Mo, ich sag's immer wieder dazu. Also. Ich hätte das trotzdem nicht zugetraut. Was kommt denn jetzt? Oh, ich kann das mal stehen bleiben. Dann kann ich auch hier Safe Set setzen. Okay, ich will. Keine Ahnung. Da komme ich nicht mit einem Sprung drüber. Ah, ich muss mir die Shell wiederholen. Wahrscheinlich. Also ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, es kann ja nur mit Shell Jump funktionieren. Um ehrlich zu sein. Jetzt läuft er wieder hin. Ja, aber jetzt schießt er. Und dann hole ich. Nö, dann hole ich mir die Shell und dann mache ich einen Shell Jump hier raus. In der Hoffnung, aha, dass ich den ordentlich platziert bekomme. Ja, genau so. Ja, so eher nicht. Das ist jetzt nämlich zu niedrig. Ja. Das da drüben war eigentlich ganz gut. Ja. Im Moment jetzt. Perfekt. So, dann wollen wir hier einen P-Switch. Den kann ich nicht mitnehmen, also will ich ihn auf jeden Fall drücken. Ich. Und dann Shell-Jump und dann nochmal Shell-Jump. Ja. Shell kannst du aber mitnehmen vorerst. Ja, ich muss mit ihr jumpen. Ja, ja. Jumpen und die Shell mitnehmen und dann Shell-Jump. Ach, nimm sie halt mit. Mario, bitte, ich drück das doch schon. Und jetzt kommt ganz viele Key-Jumps und jetzt erstmal Wall-Jump. Bitte was? Ja. Das war also der Hauptgrund. Wieso ich gedacht habe, dass du das sowieso niemals spielst. Der wird doch keine Wall-Jumps eingebaut haben. Einen? Oh Gott, okay. Also zumindest in der Taste, aber ich meine, ich kann Wall-Jumps mit ein bisschen Glück, aber... Also in der Taste ist ein Wall-Jump, aber ich weiß jetzt... Ja gut, gesagt, also entschuldige. Man anders spielen kann. Ja, ich weiß aber nicht, wie man das anders machen soll. In der Taste ist ein Wall-Jump, das ist natürlich... ja, das heißt noch gar nichts. Doch, weil ich nicht... Ich wüsste nicht mal ansatzweise, wie man das anders spielen könnte. Na, das war jetzt übrigens schlecht gesaved, glaube ich. Nein, geht noch. Alles gut. Oh, boy. Nee, du musst schon... Den muss ich anstupsen, den muss ich nur anstupsen, das reicht vollkommen aus. Meinst du? Ja, der landet hier drin, die sind ja hier oben, bleiben die. So, was mache ich denn jetzt hier? Ach, du brauchst doch keinen Wall-Jump. Ich muss aber jetzt Cage. Den Schlüssel mir hier holen. Aua. Ja, ja. Schlüssel brauchst du definitiv. Ich möchte doch einfach. Ich sehe, da hinten ist die Tür. Ja? Weißt doch, wie du da hinkommst? Okay, ja, dann hab ich's verstanden. Ich muss jetzt warten, bis er wieder wach wird. Brauchst du doch keinen. Jetzt wird er ein bisschen mehr strampeln. Jetzt, ich spring schon mal hoch. Warte doch einfach. Was machst du? Warte doch einfach, bis er runterfliegt. Ja, ah ja, stimmt.
Ja, du hast recht. Ich kann auf die zweite Stufe warten. Dann läuft der nur blöd geradeaus. Und passt. Oh, da oben ist ein Mond. Das Rote. Ja. Lässt den Schlüssel verschwinden. Ah, okay. Probier's mal aus. Ah, ja. Ja. Alles klar. Gut zu wissen. Um uns den Mond, Jakob. Wenn man schon sehen. Ach, scheiße. Ich könnte aber ja erstmal hier so starten. Hä? Ach so. Was denn? Jetzt kannst du nicht springen. Du musst ja dann auch wieder zurückspringen. Ja, ich wollte eigentlich. Ach, ich mach's anders. An der Wand ist es einfacher. Ja, ich habe ja hier genug Platz, um das zu starten. Hey! Wie gesagt, sowas habe ich schon öfter gemacht. Ist jetzt nicht so, dass es immer wieder hinhaut, aber ich weiß grundsätzlich, wie es geht. Ja, es geht, weiß ich auch, deswegen habe ich trotzdem keine Cage-Schuss. Ach, ich glaube schon. Fake-Bot. Ja, und dann ist es ein Tötungsmod oder sowas. Na gut. Ja. Dann wäre es auch egal. Ach komm jetzt. Nee, ist es nicht. Hast du schon gehört, bis du Leben bekommst? Ja. So. Jetzt schmeiß mal einmal den Schlüssel da runter. Mhm. Danke. Das war ungünstig gesetzt jetzt. Jetzt muss ich einmal kurz nochmal umsetzen. Ah, das geht auch. Nein! Genau, da muss ich aufpassen, nämlich. Mhm. Perfekt. Und jetzt muss ich da den Schlüssel so durchwerfen, dass ich eine behalten kann. Nein, du hast dort auch ein Springboard. Ja, aber ich will doch... Wie soll ich denn in die Tür reinkommen? Ich kann mich beruhigen, das sind zwei. Achso, ich soll dich nicht spoilern. Verdammt. Ach so. Da hätte ich jetzt tatsächlich eine Zeit lang nicht drauf gekommen. Okay, also nicht mit Springboard, sondern mit also nicht mit Schlüssel, sondern mit Springboard. Okay. Ja. Das könnte ein bisschen dauern. Das muss richtig getimed werden. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du machst es nur falsch. Das ist immer so. Aha, warte. Ja, so musst du es machen. Dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Das sieht in der Tat machbarer aus, so. Von der Idee her zumindest. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ja. Aber so müsste es auch gehen, oder? So geht's auch, ja. Wenn ich's ein bisschen... Ich glaube, es ist schwieriger. Na, ich weiß nicht. Wenn ich da ordentlich aufpasse. Man muss halt mit der neuen Physik ein bisschen rumspielen. Kann sein, dass das für dich so viel einfacher ist. Wir werden sehen. Ach, das ist schön. Jemanden zuzuschauen. Jemanden zu denken. Du hast ja schon gespielt, ne? Den Hack spiele ich nicht. Ach, glaube ich nicht. Ach, hast du. Ach, stimmt, du hast ja gesagt, du spielst den nicht. Aber ich glaube, du hast dich auch einfach von dem Pit verunsichern lassen. Ich hab das krass gesehen. Denn der macht echt Spaß. Ja, ja. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Spaß. Wie, du spielst doch selber gerne so krasses Zeug. Ja, Facepalm ist cool. Ja, siehst du, das Facepalm wäre ja zum Beispiel mir schon wieder zu krass. Von dem, was ich da gesehen habe. Ich find den cool, ey.
Ich finde es nur schade, dass das siebte Level nicht fertig ist. Ach, wobei Scheiße. Das extrem übel ist. Das ja. Scheiße. Komm schon. Jetzt halten wir uns die ganze Zeit an der blöden Tür auf. Muss man selbst den machen. Wenn du weißt, dass es klappen kann. Jetzt! Ja. Ach, Gottes Willen. So, was kommt denn nü? Oh Gott. Nee. Zu bald. Ja, viel zu bald. Weißt schon, wenn du nach oben springst, dass du Steine nach oben fliegst, gell? Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich da rein, weil er in der Lücke ist. Ach, komm schon. Ja, genau so. Du fliegst da vom Ballon. Ich könnte natürlich auch so reinspringen. Ah, das ist besser. Das ist deutlich. Oh Gott. Ui, hat er auch eine schöne Lust. Wobei die mit ein paar Locken doch eigentlich gar nichts vorstellen. Ich kann hier leider auch nicht. Hier sind ja am Rand manche. Ich kann also nicht hier einfach durchziehen. Mit meinem schönen Rechts-Links-Glitch. Ja, rein theoretisch kannst du das aber machen. Nee, eben nicht. Hier sind ja manche, da sterbe ich dran. Ja, jetzt. Durch die noch. Geht er nicht durch. Das geht nur, wenn da keine Mancher wären. Ja, jetzt noch. Aber du hast ja gleich einen Pilz. Ach so. Dann stirbst du nicht. Ja gut, aber wenn ich einen Pilz einsammle, habe ich sowieso keinen Ballon mehr. Ja, aber du hast doch gleich nochmal einen. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich spoilere mich schon wieder. Ich kenne das Level nicht. Außerdem ist der Pilz ja gleich wieder weg, automatisch. Ich komme ja hier nicht durch. Ja, du musst halt schnell sein. Ganz, ganz, ganz schnell. Ich geb dir gleich ganz... Oh Gott, ja, das war klar. Was verstehst du denn unter schnell nicht? Jetzt muss ich erstmal das so anspringen, dass ich hier... Oh Gott. Dass ich den Block nicht auslöse. Ja, genau so. Ach, jetzt könnte ich durch. Ja, aber so langsam wie du bist, ich glaube. Ah, ja, aber das will ich auch gerade jetzt gar nicht. Das willst du gar nicht? Ich will es ehrlich gesagt nicht breaken. Warum nicht? Um ehrlich zu sein. Oh shit! Oh shit! Schlechter Save. Du musst nach unten drücken, sobald du springst. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das so schnell nach oben ziehe. Oder du drückst links, rechts, jetzt ganz schnell. Alles geregelt. Ich würde warten. Ja, ich muss eine Runde warten. Ich glaube, ich muss sogar warten, bis alle durch sind, oder? Komme ich da? Ja, das haue ich nicht hin. Mhm. Warte. Ah ja, es sind drei. Okay. Um das herauszufinden, muss ich darüber zum blauen Block, sollte das reichen? Ja, der Ballon reicht aus bis zum blauen Block. Will ich da jetzt schon? Oh Gott. Ja, irgendwann ist der Ballon auch leer. Also weg. Ja, aber will ich da jetzt wirklich durch? Ja, du wolltest ja nicht links, rechts machen. Ja, hätte man tatsächlich dann gut breaken können an der Stelle. Oh. Das hat Job dann bestimmt gemacht, ne? Richtig. Ja, das dachte ich mir. Ja gut, ist bei Natas ja auch logisch. Also. So würde ich es auch machen. Ich sag mal... Wenn du jetzt eine Task machst, ist das eigentlich Pflicht, das so zu spielen und nicht das hier richtig zu spielen. Das macht dir gerade die Task aus. Ja. Also ich hätte es jetzt auch gemacht, aber ich will ja gerade tatsächlich das Ganze komplett zeigen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es nur so ein kurzes Stück hier oben ist, was noch kommt. Aber das passt schon so. Mhm. Ich hätte mich da jetzt auch irgendwie... Nein, ich weiß nicht. Hier sieht jetzt halt auch nicht so aus, wie wenn ich das nicht spielen wollen würde, deswegen... Wäre das jetzt hier total schlimm und brutal geworden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach nee, komm, leck mich, ich mach den Trick. Aber so. Mhm.
So lassen wir aber das hier. Du bist ja jetzt quasi schon durch. Ach, das sind zwei Pilze, oder was? Oh, das sind zwei Pilze. Mhm. Das hab ich nicht gewusst. Ja, wie auch, wenn du nur die Taste gesehen hast und er hier nicht mal hin ist. Kann ich den Screen schon ein bisschen scrollen? Ist, ja. Nein. Ja, aber du kannst ja jetzt quasi... Du hättest geduckt springen müssen. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt... Wieso springst du nicht geduckt und scrollst erstmal nach rechts? Die Frage ist, wie lange brauche ich den Pilz? Ich hoffe, ich brauche ihn nicht nochmal. Nein, brauche ich anscheinend nicht. Hier kommt wieder ein Ballon raus. Okay, alles klar. Das wäre ja viel zu einfach. Ich sag ja, es ist nicht... Das war übrigens, ich glaube, furchtbar getimed. Nein, es passt. Perfekt. Und da oben gibt es den nächsten Pilz. So, jetzt ziehen wir hoch. Der nächste Raum wird auch interessant. Ist das so? Ja, das ist ein verdammt kurzer Raum. Habe ich eigentlich den Abschnitt schon, wo er den Voltjump gemacht hat? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo einen Voltjump gemacht hat. Nee, der Voltjump war mit dem Gumba. Ach so. Ja gut, dann habe ich das ja schon anders gespielt. Aber jetzt kommt eigentlich auch nochmal eine Stelle, wo du Voltjump machen müsstest, okay, wenn du es richtig spielst. Oh, einfach nur Pilz. Okay, perfekt, wir haben den Raum. Gut, ich brauche keinen Pilz mehr. Das ist sehr, sehr gut. Auf. Sehr gut zu wissen. Wenn du jetzt schnell reagierst, kannst du dir den Raum eigentlich sparen. Was? Ja, du musst da durch die Tür und das ist die Stelle, wo ich eigentlich mehr oder weniger meint habe, du musst den Voltjump machen. Aber wenn ich aber noch verwundbar, dann komme ich einfach durch. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja die 4 hier. Ich habe jetzt hier noch Notfall-Safe-Sets angelegt. Wir probieren es aber mal mit Wardjump. Okay. Und wenn es jetzt aber zu lange dauert, bis der auftaucht, bis ich den hinkriege, dann... Ja, dann lassen wir das halt. Denn ich aber ich glaube, wenn du Vollspeed machst... Und ganz hinten abspringst. Ja, es sieht relativ gut aus vom Aufbau her. Also ich glaube, da hat er schon das Voltjump freundlich aufgebaut, wenn ich mir das so angucke. Ja. Ja. Also musst du überlegen, du weißt ja nicht, wie lange du noch verwundbar sein musst nach dem Raum. Wie meinst du? Ja, kann ja auch sein, dass du den Pilz hier nehmen musst und dann... Stimmt, ja, ist richtig. ...im nächsten Raum ganz lange verwundbar, also... Das ist völlig korrekt, ja. Mach doch schon, Voltjump, du musst ja nur noch springen. Ja, ich weiß. Das dauert aber bei mir immer ein bisschen. Mach doch mal... Nee, du hättest mal im Sprung schon speichern müssen. Dann erwische ich es meistens nicht mehr. Ah doch, perfekt. Gut. Das schaffst du. Moment, wir machen es mal so, dass wir wirklich die maximale Zeit der Verwundbarkeit noch haben. Und direkt durch. Ja gut, jetzt kann ich auch drüber speichern. Das ist es auch egal. Hättest du zwar nicht gemusst, so viel ich jetzt noch weiß, aber es... Ach, noch einer. Ja gut. Jetzt komme ich aber nicht drum rum, den muss ich definitiv machen. Den habe ich ganz vergessen. Okay, das heißt, es sind zwei Voltjumps eingebaut, wenn nicht noch mehr kommt. Aber da du von sogar einem nur geredet hast... Ja, ich dachte nur einer. Machst du schon wieder, oder was? Du musst aber auch gucken, wie oben der Cooper läuft. Ja, der läuft eigentlich gerade gut. Ja. Aber ich erwische den Dings noch nicht. Doch, ah, ja, doch, jetzt. So, ich muss einmal kurz wechseln, dann passt das. Ja. Weißt du überhaupt, was du machen musst? Ja, halt da hochspringen. Ja, und dann? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Aber was kommt... Hä? Oh Gott, wie hoch muss ich denn darüber kommen über den Goomba? Ja, der Goomba muss, glaube ich, eher... Ach, Goomba sage ich schon. Koopa. Der muss, glaube ich, weiter rechts schauen. Ja, das könnte passieren. Da könntest du recht haben. Weil wenn du ihn jetzt würde er dir erstmal im Weg stehen. Ja, probier's doch nicht aus, wenn du jetzt schon weißt, dass es falsch ist. Nein, ich will es doch probieren, tue ich schon. So viel Neugier habe ich dann doch wieder. Ach! Ja, das denke ich, dachte ich mir schon. Rip. Okay,
Dann laufen wir mal ein bisschen hin und her, bis er eigentlich ordentlich passen würde. So, jetzt. Ich glaube, jetzt könnte er passen. Ja. Bist du Vollspeed? Ja. Jetzt muss ich nur... Ah, so nicht. Ja, Mario sollte schon eher runterfallen. Ja, ich muss es nochmal neu. Ich muss später, früher losspringen, so. Jetzt. Nein. Ja, jetzt sieht's doch gar nicht schlecht aus. Von Cooper her, Mann. Ja, sowohl von Cooper als auch von der Geschwindigkeit. Jetzt muss ich nur den... Kriege ich ihn irgendwie so? Weiß ich nicht. Ja! Ja. Aber ich glaube, du musst im Vollspeed bleiben. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich ihn ungefähr treffen muss. Ich weiß jetzt, dass ich ihn kriegen kann. Mhm. Aber noch nicht, wie genau. Okay. Weißt du es jetzt? Na. Nee, aber ich hatte ihn ja wieder. Ah, Walljumps. Bei Felspalm ist kein einziger Walljump, gell? Ja, gut. Ich glaube noch nicht mal Schlüssel. Oder mit Schlüssel? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube auch nicht. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Also wenn ich einfach nur rangehe, reicht es nicht. Ich musste kurz vorher mich drehen, aber wo? Also bitte, bitte. Da. Schon 3 Uhr. Du hast gesagt, du willst noch aufnehmen. Ja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Sag mir mal die Zeit. Weiß ich nicht. Du siehst OBS, du siehst die unten links, rechts. Unten rechts. 42 Minuten und 17 Sekunden. Okay. Also wenn ich mit einer Stunde wäre ich zufrieden, wenn ich den Hack in der Stunde habe. Ich weiß gar nicht mal, was noch alles kommt. Ich glaube, da kommt. Ich auch nicht. Mir macht halt die Zeit ein bisschen Sorge. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch viel länger ist, aber da die Tats halt 2 Minuten war, kann ich mir das wiederum doch nicht vorstellen. Also Björn hat es doch noch geschafft, durch sein Gehacke irgendwas Elementares zu skippen, was hier ewig lang dauern würde. Wie zum Beispiel diesen Wallchamp hier. Den hat er aber auch nicht geskippt, oder? Den musste er auch schon machen. Den hat er auch gemacht. Ah, okay. Ach scheiße, ich setz nochmal neu an, das gefällt mir nicht. Das war alles gut. Nein, der war nicht, der hat mir zu lange gedauert. Ja, und jetzt meinst du, geht's besser? Ja, manchmal braucht's einfach nur einen neuen Anlauf. So, jetzt. Ich kenn das schon aus meinen anderen. Siehst du? Jetzt habe ich nämlich einen, wo ich direkt abspringen kann. Warum machst du es da nicht? Und mich nicht. Ja, ich muss mich jetzt halt nur ums Abspringen kümmern. Ich weiß jetzt, ich werde jedes Mal ihn treffen. Das Abspringen, ich muss es halt trotzdem noch timen. Das ist nicht so einfach. Ja. Ach, komm schon. Danke. Und das reicht nicht. Oder? Doch. Das reicht nicht. Mhm. Echt nicht? Ich glaube gerade nicht. Lass dich mal tot werden, ich will gucken, was da unten noch kommt. Ach ja, gute Idee. Aber ich glaube, da kommt nur noch die Tür. Oh, never mind. Das ist eine Disco-Shell da unten. Aber ich komme hier nicht drüber. Das muss doch reichen. Ja, gerade so nicht, nicht. Ich bin ein bisschen, naja, der ist ein bisschen zu weit rechts. Links. Siehst du doch. Hauch. Macht ja nichts. Schade. Kriegen wir nochmal hin. Dein Wort in Gottes Ohr. Der hat damit nichts zu tun. So
doch gar nicht schlecht aus. Ja, aber jetzt ist er ja wieder. Das passt, weit. Das ist gut. Meinst du? Er muss ja nur ein kleines Stückchen näher kommen. Ach, jetzt habe ich wieder nicht den. Das ist doch kacke. Du hast doch jetzt schon zweimal einen Workshop geschafft. Ja, deswegen ist er trotzdem nicht so, dass ich ihn jedes Mal hinkriege. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so gut Walljumps machen kannst. Ich mach's ja nicht gut. Du kannst es viel besser. Ja. Du doch, also wenn ich bei dir Walljumps sehe, wenn du da die Slow-Mo reinhaust, du machst die schon relativ schnell. Ja. Aber ich spiele nicht mehr so oft Tags irgendwie. Tja. Da verlernt man so viel. So ist das. Aber Faceball mit Quellbar, den musst du auch spielen. Erstmal nicht. Und Tod 4 müsstest du auch nochmal fahren? Ja, hier. Ja, hast du doch gesagt, wir machen, aber du hast gesagt, Nachtspiel macht 8-9 Stunden und dann schaffst du vielleicht die Strecke. Richtig, am Stück. Am Stück, ja, klar. Dass da mal eine feste Zeit drin steht. Mhm. Komm schon, ich hatte es doch, verdammt. Das gibt's jetzt nicht. Lenk nicht von Tod 4 ab. Gerade ist das hier wichtiger. Ach, Scheiße. Hau doch mal. Hau doch nochmal eine langsame Slow-Mo rein. Nee, die passt schon, oder? Ja, ich kann natürlich schon noch eine Stufe runtergehen, aber. Was hast du jetzt halb, oder? Nee, jetzt müsste ich wahrscheinlich schon Drittel haben. Drittel. Ja, du, ich habe halt keine Drittel. Ahnung. Ich kann das nicht einschätzen. Ja, aha. Bei einem Walljump musst du ja 3 oder 4 Frames vorher drücken, bevor du die Wand berührst. Was? Nein, ich muss in dem Moment abspringen, wo ich drin stecken bleibe. Nein, du musst es vorher drücken. Ich glaube, Spinjump 3 Frames und normaler Sprung 4 Frames oder irgendwie so. Also ich drücke das normalerweise immer so, dass ich gerade da an dem, dass ich es da gerade dann drücke, wenn ich stecke. Ja, 4 Frames, das merkst du nicht. Das ja ist gut. Gar nicht. Ach Mann, Kacke. Aber wenn du halt Frame für Frame spielst, dann ist es wichtig. Ich glaube, ich hatte schon auf ein Viertel, ich weiß es nicht. Also ich habe zweimal Slow-Mo gedrückt. Ich weiß nicht, wo er dann landet, aber. Das, du hast jetzt ein Viertel, da macht doch 2/8. Hahaha. Noch. Mach doch mal einen Spin-Jump gegen die Wand. Ne, dann springe ich. Ich muss ja höher springen. Aber der, ja, jetzt, ist, jetzt, der jetzt, passt. Jetzt. Oder? Ah, naja. Das hat er doch zweimal gepasst. Da war ja, es kurz. Ja, dreimal. Ja, viermal. Ja, ich glaube, den nehme ich. Fünfmal. Soll ich jetzt oft mitzählen, bis du ihn schaffst? 6-mal? Ja, meinetwegen. Aber jetzt 8, ist der Cooper 8. zu weit hinten, glaube ich sogar. Ja, kann dir das auch mal sein. An. Ja, der läuft ja gerade weg von dir. Der soll ja zu dir kommen. Ja. Schade. An der Stelle hängen wir gerade echt eine ganze Weile. Ja. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wärst du jetzt noch im Raum 1. So schwer war Raum 1 jetzt halt echt nicht. Da, Raum 1 war da halt echt aufwärmen. Ja, als ich das letzte Mal bei dir zugeguckt habe, warst du ein Anfänger. Warst du katastrophal. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei mir zugeguckt hast. Ja, lange ist her. Anscheinend. Scheiße. Das klappt doch eh nicht. Der Cooper ist doch viel zu weit weg. Jetzt wird er zu nah sein, wenn ich jetzt. Na, jetzt ist er zu nah. Ja, jetzt ist er wieder zu. Jetzt! Jetzt! Ja. Jetzt ist er perfekt. Jetzt muss nur der Sprung passen. Ja. Ja. Jetzt hätte ich nur das safen müssen. Muss ich abspringen? Da ungefähr. Hast du jetzt gesaved? Ha, ich erwische ihn. Perfekt.
Das könnte. Aber. Das ist schon wieder. Jetzt hast du kein Vollspeed mehr. Du musst im Vollspeed bleiben, sonst geht das nicht. Wieso verlierst du jetzt dein Vollspeed? Was machst denn du? Was denn? Du musst im Speed bleiben. Wie im Speed bleiben? Du verlierst, wenn du jetzt hochspringst, ist dein Vollspeed weg. Das geht ja nicht. Ja. War das vorhin nicht auch so? Nein, vorhin warst du noch im Vollspeed. Wieso habe ich den jetzt verloren dann? Das weiß ich doch nicht, was du da so machen musst. Da, weg. Ah ja. Hä? Der war vorhin noch da. An der Stelle hängen wir jetzt schon fast 10 Minuten. Ja, es ist ein Walljump. Ja, einen anderen Walljump hast du ratzfatz geschafft. Der war ja auch nicht in Kombination mit noch so Zeug. So. Oh. Oh, das könnte auch funktionieren. Habe ich das denn gerade gemacht? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Biop hat es auch oben gemacht. Ich muss mich täuschen. Irgendwie habe ich damit nicht da oben gerade abgesprungen, aber ich weiß nicht wie. Ja, und oben warst du auch im Vollspeed danach. Ja. Ja, hier verliere ich ihn komischerweise. Oh Mann, was ist das denn? Da vorne war der Cooper beschissener und du bist viel weiter gekommen. Ja. So. Da läuft er gerade weg. Langsam werde ich müde. Was soll ich denn sagen? Das weiß ich nicht. Was sagst du denn dazu? Ach, die Stelle ist blöd. Ach, Stevie. Die Stelle hält uns auf. Warum? Weil du dich anstellst. Nee. Gut, ist eine Antwort. Warum die Stelle dauert. Problem ist, ich werde immer ungeduldiger. Ich mache das hier. Und dann klappt es noch viel weniger. Exakt. Hey, hey, hey. Wenn du irgendwann mal ein Schnarchen von mir hören solltest, dann bin ich eingepennt, ne? Ja. Mach's nicht oben. Wollte ich ja nicht mal. Vorhin waren wir halt echt ganz nah dran, das ist ärgerlich. Sowas ärgert mich immer wieder. Mhm. Und mich erst. Du beschwer dich mal nicht hier. Nicht? Nein, okay. Du musst das nicht spielen. Ja, aber vielleicht spiele ich es ja doch noch. Wer weiß. Ja, richtig, aber jetzt gerade musst du es nicht spielen, also brauchst du dich jetzt auch nicht beschweren. Du weißt doch gar nicht, was ich daheim gerade, was ich gerade am PC mitmache. Oh. Nein, ich spiele es nicht, keine Angst. Okay, hauen wir mal mehr Slow-Mo rein. Vielleicht hast du damit wirklich recht. Dann könnte ich sogar den da oben erwischen. Vergiss den da oben. Okay. Da funktioniert wenn du den da unten irgendwann mal erwischt. Aber der Cooper ist jetzt eh wieder viel zu nah. Eigentlich nicht. Doch. Bis du da oben bist, ist der an der Kante. Meinst du? Ja. Ja, das könnte recht, könntest du recht haben. Ach, scheiße.
Am besten ist, du... Bis ich oben bin, dann läuft er zurück. Das sollte passen. Genau, du springst hoch, wenn er an der Wand ist. Probier doch mal mit Drehsprung da hinzuspringen. Drehsprung ist keine gute Idee. Warum nicht? Ja. Ich muss vom Kuba abspringen. Nein, gegen die Wand mit Drehsprung. Ja, aber dann springe ich doch auch nur mit Drehsprung wieder ab. Nein, du kannst abspringen, wie du willst. Echt? Ja, natürlich. Das ist ein stinknormaler Sprung, den du da machst. Gerade habe ich, glaube ich, eine Stelle, oder? Ich hatte eine Stelle. Wie habe ich die erwischt? So. Das kannst du dir merken. Einigermaßen. Ich nicht immer hin, wie du siehst. Aber manchmal. Da. Ja. Ja, und jetzt hast du auch den Fullspeed noch drin gehabt. Ja, keine Ahnung, warum der vorhin weg war. Es ist nervig. Weil ich halt nie weiß, wann ich exakt abspringen muss. Das ist immer so Trial and Error einfach. Irgendwann klappt's und mal klappt's halt nicht. Mhm. Wie lange denn wir nehmen jetzt schon fast eine Stunde auf. Ja. Das kommt auch als ein Part raus, also nicht, dass du jetzt denkst, ich schneide da noch was zusammen oder so. Nee. Du tust ja alles kürzen, wenn das jetzt noch eine halbe Stunde dauert. Nein. Das willst du deinen Zuschauern echt antun? Wir kriegen alles ungeschnitten bis bei mir, ja. Ja, wer das doof findet an der Stelle, kann ja selber vorspulen. Nur manche wollen das tatsächlich sehen. Wie kann man sich denn sowas freiwillig angucken? Also ich gucke es mir jetzt gerade freiwillig an. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie kann man sich das hier gerade freiwillig angucken? Das ist eine gute Frage. Also ich gucke es mir halt jetzt an, weil ich live dabei bin. Aber wenn ich es vorspulen könnte... Ja, würde ich auch vorspulen. Bin ich ganz bei dir. Das Problem ist, ich traue mich nicht nochmal einen Save-Set zu setzen. Na, mach doch mal ein extra Save-Set und dann probieren. Ja, aber das haut doch durcheinander alles. Warum denn? Weil ich die jetzt... Das sind jetzt so blöde Save-Sets, ich muss ja, ich weiß nicht, wie du ein extra Save-Set setzen willst mittendrin. Aber das ist ja... Du kannst doch jedes Mal zurückspülen zu dem Safe State und dann kannst du wieder neu Safe State. Verstehst du? Nein. Jetzt gehst du nochmal zurück zu dem anderen Safe State. So, das machst du jetzt auf 30. Was? Der passt, guck mal, der passt. Ja, passt. Schau. Dann spring. Ja, wann? Guck mal, jetzt habe ich die Dings wieder verloren, ne? Ja, aber rein theoretisch wird es jetzt passen. Wieso habe ich die jetzt wieder verloren? Vorhin nicht? Das weiß ich nicht. Was muss ich denn tun, damit ich es nicht verliere? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Worldtops nicht wirklich aus. Ja, meinst du, du machst dich viel besser als ich und kennst dich damit nicht aus? Nee. Auch cool. Wächst du mich, wenn du es geschafft hast? Hm. Und weg ist der Unterschied. Vielleicht kommt es darauf, in welche Richtung du schaust bei dem Wolljump. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Sagt er vielleicht.
Aber ich habe den Eindruck, dass ich ihn sowieso immer verliere. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee. Du hast ihn schon ganz oft auch gehabt. Aber guck mal, auch dieser Safe ist jetzt komisch. Das war ja vorhin anders. Vorhin musste ich mich ja noch drehen, dass ich da an die Wand gekommen bin. Und jetzt komme ich da so direkt an die Wand dran. Das ist doch super. Ja, eben nicht, weil ich da den Speed verliere. Und vorne hast du gesagt, ich habe nicht verloren, als ich abgesprungen bin. Also hat es den Safe-State verändert, obwohl ich den gleichen Safe-State nutze. Ja, dann dreh dich doch einmal kurz. Ja, dann kommst du nicht mehr an die Wand, gell? Exakt. Doch, kommst du. Da halte ich nämlich. Wenn ich nämlich die Richtungstaste noch gedrückt halte beim Abspringen, dann scheine ich's. Aber das kann ich halt nur machen, wenn ich es dann auch. Oh, fuck, Alter, ich fange an zu schwitzen. Warte mal kurz. Ich muss mich hier mal ausziehen. So. Besser. Jetzt hat es nicht funktioniert. Ich muss irgendwie so vorher. Das ist doch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt hätte ich es wieder gehabt. Was hast du jetzt gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Frag den Abendwind. Oh, ist das eine Scheißstelle, Stevie? Warum? Ich hoffe wenigstens, du guckst dir das alles an. Der will Spaß spielen. So verliere ich's. Ja, wenn du schon mal weißt, wie du ihn nicht verlierst, ist doch gut. Dann mach's auch so. Das weiß ich aber eben nicht. Du hast doch gesagt, wenn du den. So verliere ich's, habe ich's gerade gesagt. Ja, aber wenn du links rechts drückst, dann verlierst du ihn nicht. Ja, anscheinend aber ja auch trotzdem. Ich dachte halt, es hängt vielleicht damit zusammen, aber es tut's anscheinend ja eben nicht. Doch. Hat doch jetzt ein paar Mal geklappt. Aber manchmal auch nicht. Nur ein paar Mal. Keine Ahnung. Holy crapperonis. Wir haben 3.17 Uhr. Ja, mach mich halt nicht noch nervöser. Ich doch gar nicht. Aber wenn es so weitergeht, musst du gar nicht mehr ins Bett gehen. Ist doch auch gut. Was? Doch, klar. Ich gebe die letzten Tage, bin ich auch immer erst um 5 Uhr irgendwann gegangen. Gottes Willen. Ja, ich habe einen tollen Schlafrhythmus zur Zeit. Zeit, dass du mal arbeiten gehst. Du musst dich drehen, bevor du gegen die Wand klatscht. Ja, keine Ahnung, ich finde es auch ganz komisch. Aber warum? Weil ich wahrscheinlich verliere ich irgendwie die Geschwindigkeit sonst. Richtig. Ja, du musst dich vorher drehen. Oder? Was auch gehen könnte, ist, wenn du von der Wand wegspringst, nach links drückst. Was ist hier eigentlich? Da ist nicht gerade reingegangen, naja. Bitte? Zeig mir mal. Hast du nichts mehr geschafft? Ich habe kein Wort verstanden, Alessandro. Wenn du gegen die Wand springst und in dem Moment, wenn du von der Wand wieder wegspringst, nach links drückst, könnte auch sein, dass du den Speed nicht verlierst. Doch, dann bist du auch. Okay. Aber wir hatten es doch vorhin auch ein paar Mal, wo ich hier so direkt. Also musst du tatsächlich vorher. Was machst denn du? Ja, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Der passt eh gerade ganz gut. Jetzt läuft er da vorne zurück, das sollte hinhauen. Ja.
Ja, schau, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt hast du's. Sag das nicht, das macht mich nervös. Jetzt hast du's, jetzt hast du's. Hier. Dann Aber er haut's mich bleibt jedes Mal in die Kacke da oben rein. im Fullspeed und der Cooper läuft auch gerade recht gut. Ich hoffe es. Aber was hast du jetzt genau anders Ja, gemacht? Nick, jetzt weiß ich doch nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich mache immer dasselbe. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich kann es dir nicht sagen. Drück doch einfach ganz auf diese Taste. Ich glaube, das hängt damit zusammen, mit welcher Geschwindigkeit man an den Stein rankommt. Und vorhin musste ich ja immer wieder runtergehen vom Gas und gerade habe ich es, glaube ich, so gesetzt, dass ich auf der Geschwindigkeit draufbleiben kann, um drauf zu kommen. Okay. Exakt. Hi. Was? Hast du nicht gespeichert, als du von der Wand weggesprungen bist? Nee, du hast ja gesehen, dass es nicht gepasst hat. Das ist echt verdammt knapp gesetzt. Vor allem, du musst ja dann gleich nach links lenken und Oh, dann. holy shit, Ronnie, Mann. Sind deine Finger schon weh? Standard. Das sind halt so Sachen, die immer so auf Glück einfach basieren. Ich verstehe das ja nicht, wie es zusammenhängt. War jetzt kein Fullspeed. Jetzt! Jetzt! Speicher! Das reicht nicht. Das sehe ich doch Nein. so. Ich muss anders auf ihn. Oh, meine Fresse. Willst du denn anders auf den drauf springen? Wir hatten es ja vorhin Bist du schon recht? knapper. Ich muss schon hier auf ihn drauf. Also er muss ein bisschen weiter drüben noch sein. Ganz kleine Stückchen. Hilft halt Ja. nichts. Okay. Na, du wirst das schon machen. Ich glaube, am besten ist es, wenn er gerade wegläuft vorne. Nee. Jetzt ist er viel zu japsig. Ja, wenn er Jetzt gerade stirbt. wegläuft. Wie war's, wenn er gerade weggeht? Wenn er von dir gerade wegläuft. Ja, praktisch. Ja, aber jetzt Ja, jetzt ist stirbst du gerade am schlecht, Cooper. ja. Jetzt vielleicht. Ja, so bin ich ja überhaupt nicht im Rennmodus. Muss mich verarschen. Hast du jetzt langsamer gemacht? Ja, aber ich glaube, der Cooper läuft wieder falsch. Oh, shit. Da ist jetzt zu weit vorne. Oh, die Körper. Passt eh nicht. Scheiße. Ich glaube, es gibt echt nur eine ganz kleine Stelle, wo man ihn gut erwischen kann. Ja, die musst du jetzt finden. Oh Mann. Aber ich glaube, wenn du losspringst und der Cooper gerade nach rechts geht, Ja, das könnte gut sein. weil dann ist er ziemlich weit rechts, wenn du gerade wegspringst von der Wand. Alles rein theoretisch. Keine Ahnung, ob das passen würde. Ich probiere es einfach jetzt mal. Das könnte gut aussehen.
Jetzt? Nee, jetzt nicht. Ja, jetzt ist er total akut. Lass mich's mal probieren. Oh shit, viel zu hoch. Shit. Ach, ist eh kacke. Jetzt? Ne, dann ist er weg. Dass ich da oben bin, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt hab ich sie. Boah, ey. Ich glaube, bis du oben bist, ist er weg. Glaube ich auch. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel von dem oberen Block aus schaffen würde, das ist einfacher. Viel einfacher. Dann würde er jetzt nämlich gut passen. Ja, ich glaube. Und ich krieg teilweise einen Sprung hier weg. Ich muss nur, darf nur nicht an dem Block dann sterben. Oh, ja, machen wir mal eine Slow-Mo weiter. Hm? Ich gehe noch weiter in die Slow-Mo. Ja, mach mal langsamer. Ich bin mal Frame für Frame für Frame. Er springt halt hier schon ab, ich sehe das hier. Aber ich müsste dann wieder. Ich weiß nicht. Jetzt sieht's aber eigentlich nicht schlecht aus. Bis auf den Sprung. Der Cooper ist, glaube ich, gerade in der richtigen Stellung. Oh, was mache ich denn? Nee, das ist alles. Ach, scheiße, Mann. Ach. Das ist die einzige Stelle im Hack, die richtig kacke ist bisher. Aber nicht allein wegen dem Walljump, sondern weil es dann danach so ein echt knappes Zeug ist. Ach, zurück. Das bringt nichts. Pass auf. Wenn der Cooper jetzt umdreht, springst du. Yeah, jetzt. Zu nah, glaube ich. Ich erwische eh wieder keine gescheite Stelle hier. Doch. Oh, der ist zu nah. Würde ich gar nicht sagen. Oh shit. Du oben bist. Ich hab's vergessen. Der läuft ja wieder weg. Ich hab's verkackt. Falschen Testing. Geht hier noch irgendwas? Nee. Da geht auch nix. Auch nichts. Okay, machen wir den nochmal. Oh Mann! Das ist schön, mal wieder andere Leute vom Leiden zuzusehen.
wie so eine einzelne Stelle so große Probleme machen kann, Mann. So, aber jetzt sollte das Timing von ihm wieder gut passen. Probieren geht über studieren. Wir tun ja erst seit einer Stunde 15. Nur rumprobieren. Tja. Wobei das nicht stimmt. Der erste Teil von mir ging ja echt schnell. Wenn du jetzt loslässt, ist der Cooper viel zu nah. Holy shit, wie hoch er springt. Soll er doch gar nicht. Aber es bringt eh nichts, ja, du hast recht. You are absolutely right. Ja, wenn er gerade hinten an der Wand ist, musst du losspringen, nicht laufen. So wird es eigentlich ganz gut passen. Jetzt muss ich halt nur. Oh Gott, das ist ein Scheißsprung, ist das, ganz ehrlich. Ich müsste es halt so hinkriegen, dass ich einen Safe-Sit habe. Wo ich wieder direkt weiß. Ich sehe das, es reicht nicht. Guck dir das an. Es ist nicht allein der Wallschirm das Problem. Das ist die ganze Kombination von dem ganzen Scheiß. Ich komme da so nicht rüber. Der allererste war echt super, den wir hatten. Lebst du noch? Nein, anscheinend nicht. RIP Alessandro. Das jetzt in der Schnelligkeitsversion, wenn ich die doch behalten würde. Ja. Ah, da ist er wieder. Hallo? Kurz habe ich ihn gehört. Hallo? Und jetzt noch in die Schnelligkeitsversion wechseln. Dann würde es passen, verdammte Kacke. Ich behalte den Safe-Sit jetzt. Ich komme hier auch ab und zu ja auch schnell raus. Jetzt wieder nicht. Und so komme ich nicht bis zu ihm rüber. Wieder nicht. Nee. Aber gerade habe ich es ja irgendwie geschafft, dass ich schnell geblieben bin. Ich weiß nicht wie. Oh, das muss doch nicht. Was mache ich denn anders? Mann. Und dann, wenn ich schnell hochgesprungen bin, dann bin ich in die blöde
Lücke wieder reingefallen. Bist du jetzt noch da oder bist du weg? Ich hab dich doch kurz schnäuzen hören. Oder ist mit deinem Dings da was nicht in Ordnung? Wie habe ich das denn gerade hingekriegt, dass er noch schnell geblieben ist? Mann. Ich weiß es nicht. Huch. Das war halt auch nicht schlecht. Das hier wär's halt, Mann. Wenn ich das noch umgesetzt bekomme. Aber das bekomme ich eben nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachschauen, ob er noch überhaupt lebt. Okay, der Anruf lebt noch. Vielleicht ist er einfach nur kurz weg. Keine Ahnung. Na da, das reicht halt nicht. Aber ich hab's doch vorhin geschafft, da abzuspringen. Das gibt's doch nicht. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, so! Was mache ich denn da anders? Mann! Genau so! Aber was mache ich da anders? Scheiße. Aber ich nehme den Safe-Set jetzt nicht mehr weg. Ich kriege es aus dem Safe-Set aus anscheinend hin. Aber ich weiß nicht wie. Jetzt habe ich wieder die Kacke. Oh, ist das schlimm. Jetzt, dann mache ich das. Entweder ich schaffe es abzuspringen und bin langsam, oder ich schaffe es schnell abzuspringen und drücke mich in die Wand rein. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Guckt euch das an. Entweder oder. Beides kriege ich einfach nicht hin. Kann doch nie wahr sein. Jetzt und dann zurück. Jetzt passt das hier wieder nicht. Ich komme diesmal sogar auf ihn drauf. Aber nicht bis ganz rüber. Aber wenn ich jetzt noch schnell abspringen würde, dann müsste beides funktionieren. Ach. Ist das doof, Mann. Aber wir sind, glaube ich, also so nah dran waren wir noch nie, würde ich sagen. Ich bin sicher, Alessandro würde mir zustimmen, wenn er mich noch hören könnte. Aber das da reicht halt noch nicht. Das habe ich auch gesehen. Ich muss schon den schnellen Sprung abschaffen. Absprung schaffen. Denn jedes Mal, warum renne ich denn jedes Mal, wenn ich den normalen da schaffe? Ach, das ist doch... Dann da oben rein. Das ist doch unglaublich, ist das doch. Schaffe ich es zwar wieder auf ihn hier drauf zu springen, aber
nicht, wie es rüberzukommen. Nee, gerade nicht. Deswegen kann ich das dann noch nicht neu saven. Das wäre falsch. Ich probiere es zwar auch so natürlich weiter, wenn ich es zufällig hinkriegen sollte, aber das reicht halt noch nicht. Nee. Ich will schon schnell abspringen. Sagt er und springt wieder so ab. Aber das reicht nicht. Das brauche ich gar nicht probieren eigentlich. Ja, und dann jetzt nachts auf ihn zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich wieder die Kacke. Ich weiß nicht, womit es, wie ich es beeinflussen kann. So leid es mir tut. Und jetzt bin ich wieder darin. Es ist unglaublich. Entweder so oder so. Beides gleichzeitig kaut nicht hin, wie ich es haben will. Oh, mein Y wird gleich sterben, glaube ich. Dann habe ich schon das X und das Y gekillt. Ich glaube, er ist echt eingepennt oder so. Keine Ahnung. Wer kann es ihm verübeln? Nein. Das ist doch kacke. Ich habe das jetzt gesaved, aber es hat leider nicht. Geht's aus der Position noch irgendwie? Vielleicht. Mit ganz viel Glück. Wichtig wäre vor allem zu gucken, ob ich noch richtig abspringen kann. Ohne Geschwindigkeit zu verlieren halt. Scheiße. Ja. Von da kann ich das noch machen. Jetzt traue ich mich aber nicht mehr hier. Fuck yes. Alter. Den Safe darf ich jetzt nicht verhauen. Ich hau mir so aufs Maul, wenn ich den verkacke. Aber wir könnten noch wieder etwas. Ja, nicht dahin, aber so in die Geschwindigkeit zurück. Okay.
speichern, wo wir drin waren vorher. Holy shit, Mann. Ich hoffe, das war das Schlimmste in dem Hack. Also das war jetzt so... Oh. Okay, okay, wir sind gleich unten. Alter, war das schlimm. Nee, das ist blöd. Ich bräuchte schon wirklich eine ruhige Stelle, wo ich wieder safen kann. Vor allem wegen extra Safe-Sets und sowas. Das da unten ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe echt, ich verhau das jetzt nicht, dass ich irgendwie hier den Safe hier gerade kille. Wo wir es geschafft haben, diesen Sprung da. Also das ist ein furchtbarer Sprung gewesen. Ich trau mich nicht, da unten mal zu safen, Mann. Das gibt's doch nicht. Warum ich nicht? Jetzt. Okay. Oh Gott, es ist so schnell sich hier, es ist so einfach sich hier noch zu versafestaten. Noch eine Safe-Zone nachher ganz nett gewesen zwischendrin. Weil hier ist es... Man kann hier so wenig machen, ohne dass man... Oh Gott, mein Safe-State. Ich darf den halt nicht verlieren. Jetzt ist es immer noch der gleiche. Okay. Okay. Aber hier hinten kann ich gleich ein bisschen... Ein bisschen in der Luft safe stehen, das sollte dann passen. Oh boy, oh boy, oh boy. Jetzt muss ich mal ganz kurz anschreiben. Hallo. Lebst du noch? Anscheinend nicht mehr. Okay. Oh, man hört das Schnarchen gar nicht. Egal. Wir machen noch hier weiter. Ich hoffe, jetzt kommt nicht mehr allzu viel. Denn das war schon jetzt so ziemlich, ich glaube, die Krönung. Ich hoffe es einfach mal. Oh, das war ungünstig. Das sollte ich nicht so machen. Ich dachte gerade oben, jetzt kommen nochmal Walljumps, aber das sah nur so aus, Gott sei Dank. Wegen den grauen Blöcken. Ich muss einfach nur in der Lücke hier landen. Okay. Das kriege ich noch hin. Okay. Oh, so, und jetzt will ich da einmal den Block kaputt machen. Und dann will ich... noch da durch... So, ja, okay, das geht ja. Jetzt werfe ich den dann halt hier so ein bisschen... Na,
Naja, wie machen wir das denn hier am schnellsten, am schlimmsten? Kann ich den so ein bisschen rüberwerfen und dann da auch hinterherkommen? Nee. Das haut nicht hin. Okay, wie geht der Sprung denn jetzt noch? Oder komme ich da oben drüber sogar? Hat er da eine Decke hingebaut oder nicht, ist die große Frage. Okay, sorry. Aber der Wollschirm war gerade so böse, das nutze ich jetzt gerade mal aus. Ich habe auf den Schlüsselsprung da gerade keine Lust mehr. Was? Oh mein Gott, das war wirklich der letzte Raum, ne? Och, nö. Ja, dann Alessandro hat sich irgendwann verabschiedet. Wahrscheinlich wirklich eingeschlafen oder so. Ich hoffe, der schläft einigermaßen gut jetzt. Nicht, dass er irgendwie, keine Ahnung, ungünstig eingeschlafen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt sind es 2 Stunden geworden, obwohl wir eigentlich nach fast einer Stunde hätten durch sein können, wenn dieser scheiß Walljump nicht gewesen wäre. Oh Gott. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und tschüss.